Und was gibt's bei dir so Neues? Soll ich dir was sagen? Eine Frau hat sich auf die Weihnachtsmannstelle beworben. Red keinen Scheiß, Mann. Ja, aber die hatte solche Hängetitten, dass das auch glatt als Bauch durchgeht. Weißt du, die Brüste waren ungefähr hier. Das heißt, du stehst auf der Abschussliste? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Die wollen nein, ich glaube, die wollen eine andere Filiale aufmachen. Oder hey, es ist ja eh nur ein Sprungbrett. Wie war's bei dir? Ach, weißt du, ich, was soll ich erzählen? Ich wurde heute wieder von so einem Kind angepinkelt. Oh, verdammt. Ja, die sind immer so aufgeregt, die Kids. Kriegst du dann wenigstens ein neues Kostüm? Nein, ich hab's getrocknet. Oh. Ja. Oh, und wir haben eine neue Schneemaschine. Eine neue Scheiße, Schneemaschine. Was ist mit der alten? Was war was? Ja, weißt du, es gab gesundheitliche Probleme. Wir haben auch noch bestellt. Die alte, wir haben noch die 2.0er. Oh, kennst du noch den kleinen Elfen? Wo sie den kleinen Wüchsigen für... Wilhelm? Ja, kennst du den noch? Oh, scheiße, ja. Ja, er sagte immer, hey du bist fast so klein immer, wie ich. Was ist mit ihm? Was passiert? Er ist tot. Was? Ja, er hat sich verschluckt an Scheiße, dem alten Schnee. Weißt du, ich glaube, kleine... Letzte Woche war ich noch einmal mit ihm trinken. Tja, und jetzt ist er tot. Oh, so schnell kann es gehen, weißt du. Er hat diesen Schnee eingeatmet und ich sagte noch, hey, steh nicht so nah am Gebläse. Und er wollte nicht hören. Er wollte nicht hören. Das ist typisch Will. Ich finde, die haben eh voll die scheiß Sicherheitsmaßnahmen. Ich meine, das ist... was. Er ist tot, ja. Er ist also nicht mehr bei uns. Okay. Das ist doch gar nicht dein Kaufhaus. Hey, ich hab Willi gekannt. Ich war mindestens ein, zwei Bier mit ihm trinken. Ja, aber genauso oft. Drückt ganz schön auf die Stimmung, Mann. Genauso oft hast du auch den Busfahrer gesehen. Ja. Hey. Stirbt man vor dem neuen Schnee nicht, oder was? Es ist nur ein Sprungbrett. Es ist nur ein Sprungbrett. Du hast recht, Es ist nur ein Sprungbrett. Jetzt. Und dann irgendwann habe ich einen 3D-Effekt. Wir machen diese Saison noch durch und dann lassen wir diesen ganzen Weihnachtsscheiß hinter uns. Ja. Hey, wenn ich bedenke, dass ich als Elf angefangen habe und jetzt schon Weihnachtsmann bin. Ja, aber weißt du was? Im Januar machen wir unsere Bar auf. Auf jeden Fall, Mann. Oh, ich hab nichts mehr. Hast du noch was? Ich auch nicht. Du warst dran mit Bier kaufen. Ist doch alles scheiße.